Ja, ich war doch ein bisschen erstaunt, dass die Kosten für die Vorbereitung zu den Profis doch teilweise höher ausfällt, als ich es vorher schon vermutet hatte. Und mag natürlich sein, dass im Profigeschäft die Vorbereiter größeres Fachwissen auf dem einen oder anderen Gebiet haben müssen als vielleicht bei den Amateuren. Obwohl ich nicht weiß, ob da der Unterschied mittlerweile noch so groß ist. Was natürlich die Kosten für die Profikarriere nochmal gewaltig steigert. Unabhängig davon, was man schon an Lebensmittel verzehren muss und Zeitaufwand hat. Was aber vielleicht auch noch ein Problem ist, wo dann viele nicht bedenken, dass sie vielleicht dann im Prinzip sehr gut vorbereitet sind und körperlich eine sehr gute Präsentation machen könnten, aber leider hängt das dann ein bisschen an der Präsentation des hervorragend austrainierten Körpers. Das sind auch Sachen, die halt schnell vergessen werden. Und ich glaube schon, dass der eine oder andere Profi-Anwärter unter Umständen seine Lizenz nicht bekommen hat, weil er halt sich nicht wirklich gut präsentiert hat. Ich rede jetzt hier nicht mal davon, dass man also eine Präsentation wie ein lila Brater oder was weiß ich was hinlegen muss, sondern auch zumindest mal eine Präsentation, die sich also auf der deutschen Meisterschaft auch zeigen lassen kann. Da wird immer gerne auch ein bisschen dran gespart, ne? Ansonsten ist es schon erstaunlich für diese jungen Bodybuilder, möchte gern Bodybuilder, die erst anfangen mit dem Sport, aber schon das Ziel haben, Profi werden zu wollen, ist dann doch teilweise sehr hochgegriffen und sie glaubt, die wissen gar nicht, mit welchen Kosten das verbunden sein kann. Also vorher informieren wäre nicht unwichtig.